Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Oppitz und ich begrüße dich in meinem Lehrgang PHP 5 für Einsteiger. Und in unserer 36. Lektion wollen wir uns mit der Möglichkeit Include beschäftigen, die uns PHP bietet. Und mit Include haben wir die Möglichkeit, in ein bereits bestehendes Listing ein anderes Listing einzubauen. Und das schaut so aus: Wir haben hier wieder zwei Listings. Das erste Listing hier von Zeile 1 bis 5, wieder eingeschlossen vom entsprechenden PHP-Tag. Und da sehen wir dann einen Kommentar und da darunter eine Zuweisung zu Werten einer Variable $Farbe wird ein String zugewiesen, rot, und der $Automarke wird der Wert Ferrari zugewiesen. Das ist einfache Zuweisungen zu Variablen. Und dann kommen wir langsam schon zur Erklärung von Include. Wir haben hier nämlich ein zweites Listing. Und in diesem zweiten Listing haben wir ebenfalls hier Variablenzuweisungen in der Zeile 3 und 4. Dann weisen wir aber die Farbe Schwarz und Automarke Alpha zu. Und dann wieder entsprechend einschlägige Kommentare. In der Zeile 6 wird hier etwas ausgegeben, nämlich die Werte für Automarke und Farbe. Dann wird dann eben ausgegeben Alpha, wie hier dann auch, Alpha in Schwarz. Und dann kommt die entscheidende Zeile hier, nämlich was Include betrifft, in der 9. Zeile. Include Werte PHP, und das wirkt sich jetzt hier auf dieses Listing so aus, wie als würde man diese Codezeilen dann hier direkt dann einfügen. Und das führt dann dazu, dass man dann hier lesen kann, Echo Automarke, das sind die neuen Werte hier, Ferrari in Farbe Rot. Wenn man hier jetzt zum Beispiel ein Kommentarzeichen davor setzen würde, dann würde hier einfach noch einmal Alpha in Schwarz kommen, weil hier keine neuen Variablenzuweisungen stattfinden würde. Include ist also sehr praktisch. Man kann hier andere Listings, darin zum Beispiel Wertzuweisungen, einfach einbinden. Und so könnte man ein bestehendes Listing gleich in mehrere andere Listings einbinden. Das kann sehr praktisch sein. Probier das am besten gleich hier unten in der entsprechenden Aufgabenstellung aus, um zu schauen, ob das Ganze dann auch bei dir gut funktioniert. Und für mich, von mir dann der Hinweis, mit dem Dank für das Zuhören und Zuschauen. Danke.